Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid, Freunde. Wir haben uns schon echt lange keinen Top Dog mehr angeschaut. Und ihr habt mir zwei Kämpfe reingeschickt, wo es richtig krasse Knockouts geben soll. Die werden wir uns jetzt anschauen. Bevor wir jetzt aber losgehen, gibt es wie immer erstmal 5 Sekunden Werbung für die besten Supplemente von ZAC Plus. Mit diesen Supplements könnt ihr eure Leistung auf ein neues Niveau bringen. Und mit meinem Rabattcode RING10 spart ihr immer 10% auf euren Einkauf. Und hier kommt Conan der Barbar. Von dem Typen habe ich, glaube ich, schon einen Kampf gesehen. Ein richtig interessanter Fighter. Der ist 1,75 groß, 70 Kilogramm schwer, 33 Jahre alt. Uliza, also Straßenkampf, ist sein Kampfstil. Er steht 1:1 bei Top Dog. Hier haben wir jetzt jedenfalls seinen Gegner. Das ist der André oder Venom ist sein Name. Der jetzt kommt mit so einem römischen Gewand. Ne? Sieht ein bisschen aus wie Julius Caesar. 1,76 ist er groß, 70 Kilogramm ebenfalls. 30 Jahre alt, Thai-Boxen ist sein Kampfsport-Hintergrund. Und er steht bei Top Dog 2:2. Also hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Erfahrung, was das Kämpfen angeht. Beide Fighter stehen sich jetzt gegenüber im Ring. Und gleich geht's wieder los. Ey, ich habe schon so lange keinen Top Dog mehr geschaut. Ich habe das richtig vermisst, gemeinsam mit euch darauf zu reagieren. Mal sehen, was hier jetzt gleich abgeht. Geht. Platziert eure Taschentücher in die Kommentare, was denkt ihr, wer gewinnt? So, und Conan der Barbar macht seinem Namen alle Ehre und geht erstmal extrem wild direkt auf seinen Gegner los. Also man sieht, sehr, sehr unorthodoxer Fight-Stil. Warte mal. Wurde er hier schon angelockt? Er kommt hier rein. Boom! Ich glaube tatsächlich, der hat ihn hier gerade ein bisschen angenockt. Das hat man jetzt gerade nicht ganz so gut gesehen, aber ich glaube, der hat ihn mit so einem kurzen linken Haken am Kinn erwischt. Und die Art und Weise, wie er sich jetzt hier bewegt und wie er wieder aufsteht, das ist schon ein Anzeichen dafür. Ja, also hier, der Barbar muss natürlich aufpassen. Also er hat schon einen sehr, sehr wilden Kampfstil. Aber ihm gegenüber hat er einen guten technischen Fighter. Mal sehen, wer sich durchsetzen wird. Kommando, stopp! Не держим друг друга. Файт! Хорошо, коллега, все! Вперед! 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 О, kurze Hand. Gut reingesteppt und wieder raus. Oh! Böser Aufwärtshaken von Venom hier. Stop! На середину. Файт! Der Deckungsstil von Barbaren ist halt auch interessant. Ja? Das ist ein bisschen dieses Jailhouse, ne? Mit dem Ellbogen vorne, sich gegen die Schläge von dem Gegner verteidigen, dass der Gegner auch möglicherweise gegen den Ellbogen schlägt und sich dabei die Hand kaputt macht. Wow, knackige zwei Hände von Barbaren. Jetzt ist er mal durchgekommen. Also er ist sehr ungestüm, er ist sehr wild, aber ich glaube, wenn da mal eine Hand durchkommt, ist das schon echt gefährlich. 10 Sekunden. Schön, schön, schön. Jetzt hat er ihn auch selber mal getroffen. Jetzt hat er Venom ein bisschen zum Wackeln gebracht. Aber es hat nicht gereicht, um ihn runterzuschicken. Okay, die erste Runde ist vorbei. Die erste Runde gebe ich definitiv an Venom. Mit diesem klaren Knockdown direkt am Anfang in der ersten Runde, denke ich, hat er sich damit die Runde geholt. Schauen wir uns das mal noch ganz kurz in Slow Motion an. Hier müsste das sein, oder? Jetzt. Boop. Habt ihr das gesehen? Krass, oder? Nicht viel Schlag eigentlich dahinter. Nur dieser kurze Treffer hier. Schaut euch das mal an. Hup. Nur dieser kurze Schlag direkt hinten an den Kiefer, ne? Kann schon ausreichen, um jemanden einfach runterzuschicken. Da sieht man halt einfach, wie er zusammengeklappt ist, ne? Da hat er die Kontrolle über seinen Körper verloren. Bap. Heftig, ne? Ganz, ganz krass. Egal, wir machen direkt weiter in der zweiten Runde. Mal sehen, ob der Barbar sich diese Runde zurückholen kann und dann ausgleicht. Er ist immer noch brandgefährlich, darf man nicht unterschätzen. Aber man sieht halt, die Technik ist definitiv auf der Seite von Venom. Die Beinarbeit ist besser. Die Bewegungen allgemein, die Präzision. Ne? Er ist der wesentlich präzisere Fighter. Er darf nur nicht unvorsichtig werden. Oh, jetzt wurde er ja selber hier ein bisschen erwischt. Da ist er kurz ins Wackeln geraten. Oh, Moment, Moment, Moment. Der Barbar ist jetzt gerade dabei, miese Hände auszuteilen. Venom kommt jetzt ein bisschen ins Straucheln. Er schlägt die ganze Zeit nur seine langen Führhände zum Körper.
Aber Baba ist derjenige, der die besseren Treffer zum Kopf getroffen hat. Und jetzt zwei harte hinterher. Ich glaube ehrlich, Venom ist gerade mies am Wackeln. Nochmal zwei miese Hände hinterher. Jetzt wird es ein richtig offener Schlagabtausch. Beide haben das Visier jetzt runtergenommen und ab geht's. Aber genau sowas wollen wir sehen. Jetzt das Publikum fängt an, beide anzufeuern. Ja, der Baba ist schon ein mieser Motherfucker, ehrlich. Der hat schon miese Hände geschluckt, aber das ist ihm absolut egal. Der macht wirklich seinen Namen absolute Ehre. Der zieht hier komplett in den Krieg. Oh, oh, Venom fängt an zu schwächeln. Guter linker Haken direkt auf das Auge. Und da hat sich direkt ein Cut bei ihm geöffnet unter dem rechten Auge. Und der verliert den Fight, glaube ich, noch. Und da war der Knockdown. Kurzer linker Haken direkt an das Kinn und auch er muss sich erstmal hinsetzen. Oh shit, der Fight ist schon vorbei. Venom bleibt einfach sitzen, der hatte gar keinen Bock mehr aufzustehen. Wahnsinn, ey, das sieht man halt, du kannst einen technischen, besseren Fighter besiegen, wenn du wirklich durch ihn durchmarschierst und sagst, egal was der jetzt bringt, ich marschiere da trotzdem durch, ne? Natürlich musst du da gewisse Nehmerqualitäten und gewisse Eier in der Hose haben, aber Conan, der Barbar, hat sich jetzt hier diesen Sieg in der zweiten Runde durch Knockout geholt. Welcher Schlag hat ihn denn jetzt am Ende tatsächlich runtergebracht? Boom, da, schön präzise, direkt an das Kinn, schaut mal. Wow, richtig schöner Treffer, direkt vorne an die Kinnspitze, hat ihn runtergeschickt. Das war jetzt kein Treffer, der ihn eiskalt weggenockt hat, aber ich glaube, Venom hat gemerkt, okay, meine Beine sind nicht mehr da, wenn ich jetzt aufstehe und noch ein paar harte Treffer kassiere, bin ich komplett Knockout. Deswegen hat er sich einfach dazu entschieden, liegen zu bleiben und kein weiteres Risiko einzugehen. Also, Conan der Barbar hat diesen Fight gewonnen. Wir haben jetzt aber noch einen zweiten Kampf, der ebenfalls durch Knockout zu Ende gegangen ist und da soll es richtig gekracht haben. Und zwar ist es aber in einem anderen Video. Und zwar ist hier der erste Fighter, das ist der Matvei. Er ist 1,70 groß, 59 Kilogramm schwer, 22 Jahre alt, Boxen ist sein Kampfsport-Hintergrund, 1,63 eine Reichweite und bei Top Dog FC steht der 1:3. Also recht niedrige Gewichtsklasse, aber ich habe es euch schon oft gesagt, ich mag die niedrigen Gewichtsklassen persönlich sehr, weil die sind sehr, sehr explosiv. Trifft jetzt auf den Fighter, den kenne ich, glaube ich. Ah, das ist Arut. Ja, stimmt. Arut habe ich schon ein paar Mal kämpfen gesehen. Arut ist 1,74 groß, 59 Kilogramm schwer, 23 Jahre alt, Boxen ist sein Kampfsport-Hintergrund, 1,76 seine Reichweite und 1-2-1 steht da. Also ein Sieg, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Auch in diesem Fight treffen sich die beiden Fighter in der Mitte. Wir haben auf der einen Seite Arut mit den schwarzen Haaren und Matvei mit den kürzeren Haaren auf der anderen Seite. Ich bin jetzt gespannt, wer sich diesen Fight holen wird. Von Arut habe ich schon ein bisschen was gesehen. Ich weiß, dass er ein guter Fighter ist. Aber so wie das jetzt hier ausschaut, auch dieser Matvei hat eine sehr schöne Beinarbeit. Sehr spritzig unterwegs. Sehr schöne Beinarbeit. Schaut euch das mal an von den beiden. Wobei mir die Beinarbeit hier von Matvei besser gefällt. Kürzere Schritte, schneller rein und raus. Unvorhersehbare Schritte, weniger in einem Rhythmus und bewegt sich kürzer, knackiger. Damit hat er ein bisschen mehr Kontrolle mit den Füßen am Boden, mehr Control Time quasi, ne? Mehr Verbindung zum Boden immer wieder zwischendurch und kann dadurch sich besser bewegen. Kann einfach spritziger und schneller reagieren auf Aktionen von seinem Gegner, ne? Stop! Stop! Schau mal. Schöne Beinarbeit, wirklich. Kurz nur rausgegangen, nur so wirklich Zentimeter rausgegangen. Gerade genug, um diesen linken Haken von Arut auszuweichen. Nicht viel verschwendete Bewegungen hier. Und bei Arut hat die Beinarbeit jetzt nachgelassen. Der ist jetzt langsamer geworden. Am Anfang hat er diesen Rhythm Step gezeigt und jetzt ist er ein bisschen statischer, bleibt eher stehen. Schöner Schlagversuch. Bis jetzt sehr technischer Fight zwischen den beiden. Fight.
Schöner Versuch von Matvey. Bisschen zu wild gewesen, nicht ganz präzise, aber sehr, sehr wilder Versuch. Wir spulen direkt vor in die zweite Runde. In der ersten Runde ist nicht allzu viel passiert, das müssen wir uns nicht nochmal anschauen. Es geht direkt weiter. Arut hier ein bisschen, ne, spielerischer, hat jetzt die Hände unten. Wird ein bisschen respektlos, muss ja aufpassen. Guter linker Haken hier von Matvey. Kurz ins Ziel reingebracht. Gefährlicher linker Haken von Arut. Also er sucht immer wieder diesen Haken. Er sucht ihn immer wieder. Oh mein Gott, was für eine rechte Hand. Er liegt da vorbei. Starr, bewegungslos. Holy shit, was war das für eine rechte Hand jetzt hier gerade? Aus dem Nichts hat er die rechte rausgebrettert und er liegt stocksteif da. Stocksteif, Knockout. Absolut regungslos. Die müssen echt schauen, dass es dem Typen gut geht. Wow, was war das für ein Treffer? Schaut euch das nochmal an. Aus dem Nichts. Kurz fintiert. Und dann mittendrin. Die Lücke gesucht. Hier, schaut ganz genau hin. Wuppa! Wow, was für ein Treffer. Und schaut euch an, wie ein Knockout geht. Absolut regungslos. Stocksteif Knockout. Wow! Boah! Wow. Wow, ich hoffe, dem Typen geht's gut. Ist er jetzt mittlerweile mal aufgestanden? Oh, der muss von seinem Team tatsächlich weggetragen werden. Also der ist immer noch nicht bei sich. Der ist immer noch in keiner guten Verfassung. Wow, was für ein heftiger Treffer. Also, das war auf jeden Fall ein richtig saftiger Knockout. Damit können wir das Video auf jeden Fall abschließen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Checkt das nächste Video aus. Wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, bleibt alle gesund. Passt auf euch auf und Freunde, ey. Ciao, ciao.